Woran denkst du bei dem Wort Grundschule? Vielleicht an deine Einschulung mit Schultüte, an die erste Klassenfahrt, deine ersten Freunde fürs Leben? Vermutlich denkst du an vieles, aber nicht an eine Sache. Und zwar an modernste Unterrichtskonzepte und außergewöhnlichen Luxus. Es gibt tatsächlich eine Grundschule in Europa, auf die genau das zutrifft. Die britische Millfield Prep School kann man nämlich ohne Zweifel als die edelste, teuerste und exklusivste Grundschule der ganzen Welt bezeichnen. Und in diesem Video präsentieren wir euch heute daher einen Tag an dieser Schule und zeigen, wie die Schüler dort lernen, wie sie ihre Freizeit gestalten und sogar wie sie dort wohnen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt zahlreiche Schüler, die in der Millfield Prep sogar wohnen, denn die Grundschule ist auch ein Internat. Beginnen wir nun direkt mit dem ersten Tagespunkt in der Millfield Prep, und zwar dem Aufstehen. Um Punkt 7 klingeln auf dem gesamten Gelände Wecker. Und so werden alle Schüler auch zur gleichen Zeit wach. Die Schüler wohnen sogar in größeren, villenartigen Anwesen zusammen in einer Art WG, in der sie dann über eine Küche, ein Lernzimmer, Waschräume und sogar ein Spielzimmer verfügen. Auch die Schlafzimmer der Schüler sind für ein Internat relativ geräumig. Und statt den hohen Doppelbetten hat jeder hier seinen eigenen Schlaf- und Arbeitsbereich. Ihr werdet euch jetzt vermutlich zwei Fragen stellen. Zum einen, warum man im Wohnbereich nur Mädchen sieht und wieso die Schüler überhaupt in ihrer Grundschule wohnen müssen. Die Millfield Prep ist eine sogenannte Boarding School. Boarding Schools gibt es in England schon seit mehreren Jahrhunderten und sie sind nicht nur dafür bekannt, sehr teuer und elitär zu sein, sie sind auch richtige Internate, auf denen Schüler das ganze Schuljahr überleben. Auch die strikte Trennung der Wohnbereiche nach den Geschlechtern hat eine alte und lange Tradition. Warum dieses ganze Schulkonzept allerdings in England heftig umstritten ist und welches düstere Geheimnis die Schule verbirgt, erklären wir euch etwas später. Machen wir nun weiter mit dem nächsten Tagespunkt, dem Frühstück. Nachdem sich die Schüler nämlich in ihren Wohnbereichen fertig gemacht und ihre Uniformen angezogen haben, geht es für alle auf die Wege des Campusgelände zur nächsten Station. Der Campus ist so groß, dass man schnell denken könnte, die Millfield Prep ist eine ganze Uni. Es gibt ein eigenes Rezeptionsgebäude, mehrere ganze Bungalows, die als Labore dienen, ein eigenes Gebäude für Kunst- und Designunterricht, einen eigenen Lernwald mit über einem Quadratkilometer Fläche, unzählige Sportanlagen für sämtliche Wettkämpfe wie Tennis, Golf oder Reiten, die ganzen verschiedenen Häuser, in denen die Schüler wohnen und eine große Dining Hall, in der alle Internatsbewohner zum Essen kommen. Genau dort in der großen Dining Hall treffen sich nun auch um Punkt 8 Uhr alle Schüler für das morgendliche Frühstücksbuffet. Dort gibt es dann eine große Auswahl an verschiedenen Gerichten und neben klassischem englischem Frühstück mit Toast, Bohnen und Speck gibt es täglich auch Früchte, frisches Obst, Joghurt und Müsli. Auch wenn man bei 5- bis 9-Jährigen nicht erwarten würde, dass sie sich freiwillig gesund ernähren, so gibt es in Millfield immer wieder Kurse über gesunde Ernährung, in denen über die Wichtigkeit von richtigem Essen aufgeklärt wird. Auch der anstrengende Tagesablauf eines Millfield-Schülers erfordert ohnehin, dass man sich ausreichend gesund ernährt. Weiter geht es dann in der Regel direkt mit einem musikalischen Fach. Jeder Schüler in Millfield muss nämlich ein Instrument spielen oder sich zumindest in einem Chor engagieren. Millfield hat einige der besten Orchestermusiker Englands als Lehrer engagiert und auch wenn vielleicht nicht jeder Schüler am Ende auch eine Karriere in der Musikbranche anstrebt, so hilft das Erlernen eines Instrumentes dabei, die Kreativität der Kinder erheblich zu fördern. Pädagogikforscher konnten nämlich nachweisen, dass wenn Kinder schon früh damit anfangen, ein Instrument zu spielen, in ihrer rechten Gehirnhälfte dabei Areale aktiviert und trainiert werden, die bei anderen Menschen in ihrem gesamten Leben oft völlig ungenutzt bleiben. Dadurch werden die Schüler der Millfield Prep ihr Leben lang nicht nur bessere Merkfähigkeiten haben, sie können auch Zusammenhänge schneller erkennen und sogar der IQ soll dadurch steigen. Der Musikunterricht ist daher auch schon für die untersten Klassen recht anspruchsvoll und statt Kinderliedern werden Klassik und anspruchsvolle Kompositionen geübt. Everyone wants a thrill. May everything roll the dice and move on, hold tight.
Jeder Schüler muss dann am Ende des Schuljahres in einer riesigen musikalischen Aufführung sein Können unter Beweis stellen und vor riesigem Publikum mehrere Stunden lang performen. Doch bevor ihr jetzt denkt, Millfield Prep ist eine Art Musikschule oder legt einen besonderen Fokus auf Musik, dann ist das nicht ganz wahr. Denn jedes Fach an der Schule wird mit ähnlich großer Hingabe unterrichtet und bietet jedem, der auch nur ein gewisses Interesse an dem jeweiligen Themengebiet hat, seine Leidenschaft in Millfield vollkommen auszuleben. So wie etwa Sängerin Lily Allen, die heute weltbekannt ist und damals im Chor von Millfield anfing. Oder Game of Thrones Star Rose Leslie, die zu den größten Schauspieltalenten Englands zählt und damals in ihrer Kindheit im Theaterkurs von Millfield völlig aufblühte. Eine Leidenschaft für Schauspiel kann man im Schulfach Theater nämlich voll ausleben. So gibt es zwei riesige Bühnen, mehrere Maskenbildner und eine Ausstattung mit Kostümen und Requisiten, die an den Broadway rankommt. So führt die Schule nicht nur mehrere große Theaterstücke im Jahr auf, sondern macht sogar riesige Musical-Produktionen zu Filmen wie beispielsweise Disneys Moana. Übrigens, auch Tätigkeiten wie Handwerken und künstlerisches Gestalten werden in Millfield stark gefördert. In deutschen Schulen gibt es Fächer wie Werken oder Kunst, in denen man malen kann oder auch handwerklich tätig wird. Doch die Millfield Prep hebt kreatives Gestalten nochmal auf ein ganz anderes Level. In einem eigenen Gebäude für künstlerische Handarbeit lernen die Schüler schon mit 5 Jahren, wie man eine plastische Skulptur erstellt. Und es gibt dazu sogar einen Kurs zum dreidimensionalen Gestalten. Die Schüler lernen so auch, wie sie ihre Spielzeuge selber bauen können. Und so gehört auch mal zum Schulalltag, sich sein eigenes Spielzeugauto aus Holz zu bauen. Natürlich mit den hochwertigsten Maschinen und mit Arbeitsgeräten, die nicht mal die besten industriellen Werkstätten besitzen. Neben Kunst, Werken, Musik und Theater gibt es in Millfield übrigens auch ganze Fächer, die an sich vollkommen einzigartig sind und so in kaum einer Schule weltweit unterrichtet werden. Und zwar gibt es ein Fach namens Outdoor Living, das sich um das reine, ursprüngliche Leben des Menschen in der Natur dreht. Dafür begeben sich die Kinder auf das große Gelände des Lernwaldes und sollen dort dann die Kreisläufe der Natur selbstständig beobachten, auf ursprüngliche Weise Essen kochen und backen und das alles, ohne dass ein Lehrer dabei eingreift. Die Schüler sollen all diese Dinge völlig selbstständig machen und so nämlich selber herausfinden, wie die Gesetze der Natur funktionieren. Nach 3 Unterrichtseinheiten, die je 1,5 Stunden dauern, geht es für die Schüler dann alle zum Mittag wieder in die große Dining Hall. Über 100 Kantinenmitarbeiter zaubern dann ein riesiges Buffet zusammen, das jeden Tag eine völlig unterschiedliche Auswahl an gesunden, deftigen und internationalen Speisen bietet. Wie in Harry Potters Zauberschule Hogwarts füllt sich die große Halle dann mittags bis auf den letzten Platz und alle 250 Schüler versammeln sich im Gebäude und genießen zusammen die exorbitante Auswahl an Essen. Doch auch wenn man jetzt denken könnte, dass das Leben der Schüler auf der Millfield Prep ein absoluter Traum sein muss und es vielleicht eine der wenigen Schulen der Welt sein könnte, bei der man wirklich mal Lust auf den Unterricht hätte, so gibt es ein großes, düsteres Geheimnis, das wie ein dunkler Schatten über der britischen Schule und allen Boarding Schools im Allgemeinen schwebt. Und zwar das Phänomen der sogenannten Boarding School Krankheit. Viele Schüler der Boarding School werden meist im Grundschulalter oder teilweise schon davor von ihren Eltern und ihrer Heimat getrennt. Dadurch verlieren sie in einer der wichtigsten Phasen ihres Lebens die Bindung zu ihren Eltern und ein behütetes elterliches Umfeld wird durch eine Schulanlage ersetzt, auf der man nur einer von vielen ist. So etwas ist nicht selten schon für erwachsene Studenten in einer Uni eine große Belastung, doch wenn 6-, 7- oder 8-jährige Kinder ihre Eltern nur 1 oder 2 Mal im Jahr sehen, dann kann das ganz schön traumatisierend sein. Vor allem, wenn die Schüler auf Millfield emotionale Belastungen durch Stress, Mobbing oder andere Probleme erleben und dann keinen sicheren Zufluchtsort wie ihr elterliches Zuhause haben. Die Boarding School Krankheit äußert sich dann in schweren Bindungs- und Existenzängsten, die die Schüler später entwickeln und die sogar noch im Erwachsenenalter dazu führen kann, dass sie keine richtigen Beziehungen und Freundschaften aufbauen können. Konkret erklärte der Psychologe, der das Syndrom entdeckte, dass sich die Schüler von ihren Eltern oft verlassen fühlen und die Schule dann wie eine Art Gefangenschaft erleben. Eine ehemalige Schülerin, die unter dem Syndrom leidet, erklärte, dass Schüler, wenn sie auf eine Boarding School geschickt werden, Zitat, alles verlieren.
alles. Doch tatsächlich sind sich die Boarding Schools dieses Problems sehr bewusst und inzwischen gibt es sogar ein Fach, das sich mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzt und den Schülern dabei hilft, gut mit sich und ihren Sorgen, Ängsten und ihrer Situation umzugehen. Im Mental Wellbeing Kurs sollen selbst die jüngsten Schüler offen über ihre Emotionen mit anderen sprechen, was insbesondere auch daher wichtig ist, da ihre eigenen Eltern nicht da sind, um ihnen ihre Ängste zu nehmen. Am Nachmittag stehen auf Millfield dann meistens Aktivitäten an, die den ganzen Körper beanspruchen, und zwar alles um das Thema Sport. Jeder Schüler soll mindestens einem Sport nachgehen und so gibt es neben Golf, Tennis und Fußball auch Dinge wie Reiten, Radfahren, Rugby, Karate, Stabhochsprung und über 45 andere Sportarten. Über 130 Profitrainer bilden die Schüler zu regelrechten Top-Athleten aus und die Sportanlage ist so gigantisch, dass es einen eigenen Turm auf dem Gelände gibt, von dem aus Neuankömmlinge sich einen Überblick verschaffen können, wie sie zu den jeweiligen Sportanlagen gelangen. Es gibt sogar eine Schwimmhalle, die nach Olympiastandards errichtet wurde und die Schwimmausbildung in Millfield gilt als die beste der Welt. So gut, dass auch bei den Olympischen Spielen in Tokio viele Lehrer wie auch ehemalige Schüler bei den Schwimmturnieren mitwirkten. Bevor wir euch nun noch einen typischen Abend an der Millfield Prep zeigen, wollen wir noch über ein eher unangenehmes Thema sprechen, und zwar über Geld. Unangenehm deshalb, da die Millfield Prep extrem teuer ist. Und zwar bereits für die jüngsten Schüler. Ab bereits 5 Jahren liegen die Kosten für ein Schuljahr bei unfassbaren 45.000 Euro. Die gesamten Grundschuljahre kosten knapp 200.000 Euro und wenn man auch noch seine restliche Schulzeit auf der Millfield Prep verbringt, so zahlt man fast 600.000 Euro dafür. Damit ist die Millfield Prep übrigens eine der teuersten Bildungseinrichtungen überhaupt. Selbst die renommierte Harvard-Uni ist für ein volles Studium sogar noch deutlich günstiger. Am Abend stehen für die jungen Schüler dann meist noch ein paar Hausaufgaben auf dem Programm, bevor sie dann noch mit ihren Freunden und Mitbewohnern den Abend gemeinsam genießen können. So spielen sie meist noch Gesellschaftsspiele oder Tischkicker, bevor es dann schon um 8:30 Licht aus heißt. Danach geht es für alle unter 12 Jahren ins Bett und am nächsten Tag beginnt dann wieder ein neuer Tag an der teuersten Grundschule der Welt. Hier könnt ihr jetzt übrigens einen Tag an der teuersten Schule der Welt sehen und verfolgen, wie die älteren Schüler dort so ihren Alltag verbringen.